Herzlich willkommen bei Pardau! Hallo! Ich bin der Nico und ich spiele Lise in Secret of Mana 2. Ich bin der Pat und spiele Duran in Secret of Mana 2. Und in der letzten Folge haben wir hier kurz vorm, ich hoffe, Bossraum aufgehört. Ja! Oh mein Gott, gefangen! Ich habe mich doch nicht gehört. Doch nicht so peinlich. Ja, das steht da. Ja? Drück mal bitte. Ich hab gedrückt. Es muss erstmal entbeben. Metal Crawler. Ach du Scheiße! Jawohl. Größer ging das Ding nicht, ne? Mhm. Augenstrahl. Auf mich, ne? Der guckt mich schon so nervig an. Ja. Ah, 20 Damage, die nehme ich. Ja. Wir haben ein bisschen trainiert, wie ihr das seht. Stimmt doch gar nicht. Ach so, ja. Ja, wir haben auch nie in Mystic Ninja unser Geld aufgebessert. Wo man von der einen Folge zur nächsten auf einmal sieht, dass wir übelst reich sind. Ja, und gar nicht drüber gesprochen. Und Goldrüstung haben. Oh, er macht was. Ja, aber auf dich. Vergiftet. Nico. Also wir haben Kraut, wenn du willst. Der, wie der seine Augen schließt. Jetzt können wir wahrscheinlich keinen Schaden machen. Blasenatem. Ach du Scheiße. Warum guckt er dich an? Aber guck mal, wie detailliert der fucking... Der sieht richtig krass aus. Oh, warte mal. Ich muss mich mal heilen. Oder heilst du mich gerade? Jawohl. Guck mal, und selbst da. Das meinte ich in den letzten Parts. Das nervt. Das war früher nicht so. Nee, ne? Wenn du den Bonbon genommen hast, dann hat er nicht gefreezed, ne? Oh, bam. Was? Oh. Hast du einen Angriffszauber von ihm, oder was? Ja. Ich glaube, im Original heißt er eigentlich Holy. Und ich, Gottes Zorn, wie das schon klingt für den Anfang. Richtig böse. Ja. Vergiftet. Du kannst so ein Anti-Gift-Ding schlucken. Ja, noch habe ich Hitpoints. Mache ich, wenn ich unter 50 komme. Oh. Alter, wie sein Auge einfach rausquillt. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das. Hat er sich geheilt jetzt, oder? Ja, aber war zu spät. Ah. Jetzt könnte ich einen Bonbon gebrauchen. Ja. Ich spamme schon die Taste. So. Ich habe versucht, schneller als du zu sein, aber es ist nicht gelungen. Wow, heilen! Boah, er hat sein Auge geschlossen. Entschuldigen Sie bitte. Mhm. Oh, genau, jetzt mache ich meinen Critical. Habe ich noch getroffen? Nee, doch. Er stirbt gerade, oder? Nein. Nee. Wir sterben. Tu ihm weh. Bam. Tu ihm weh. Na, ich habe gerade mein Dings reingehauen. Ah! Oh mein. Ah, Alter, guck mal, wie ich da stehe, Übel. Als würdest du ihn gerade hochheben. Ja. Und warum stirbt er nur, weil er blind ist? Nein, weil wir ihn fucking zerlegt haben. Aber er ist doch blind. Ja, und da drin ist nichts mehr. Wir haben das Gehirn rausgeknüppelt. Wieso explodiert immer alles in der Welt des Mana? Das ist auch bei Shining Force so lustig. Wenn du den Gegner besiegst, drehen die sich irgendwie drei Runden und explodieren dann. Sieg! Was das? Die beste Sterbeanimation gibt es aber immer noch in Wendell Hearts 1. Ja. Alter. Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Ich wurde von diesem Ding festgehalten. Drück. Endlich bin ich frei. Die Fee hat mir von euch erzählt. Ihr habt noch viel Arbeit vor euch. Ich bin genau wie die Fee. Ohne Mana kann ich nicht leben. Also helfe ich euch, Mana zu retten. Kannst du uns sagen, wo der Mana-Schein des Lichts ist? Er ist gleich über uns, aber wir können ihn von hier aus nicht erreichen. Keine Sorge, es ist momentan in Sicherheit. Ja, solange die Danke. Lasst uns meine Freunde finden und dann in Heiligenland reisen. Einverstanden, Nico kann nicht zeitgleich trinken und... Ja, ich wollte gerade einen Schluck trinken und habe in dem Moment gedrückt. Ich weiß nicht warum. Laterne, schließ dich an. Ja, irgendwie weil... Drück. Na, ich weiß auch nicht. Mein linker Arm ging hoch und dachte, deswegen muss ich rechts arbeiten. Lise, Fragezeichen. Du drückst immer dann, wenn du nicht drücken willst. Und Hagen, ja. Oh, ein neuer Weg hat sich aufgetan. Vielleicht eine Abkürzung? Oh, komm mal hier oben lang? Nee. Nee. Ah, okay. Ein neuer Weg. Sie weiß doch gar nicht, ob hier ein Weg war oder nicht. Weg war? Wir sind oben? Da. Guck mal, wir wurden geheilt. Ja, den Boss haben wir doch gut gelegt, ne? Ja, ging, ne? Also, nice. Ja, wie viele haben wir da gemacht? Drei? Vier? Ich glaube, wir waren Level 6 und sind jetzt auf Level 8. So wenig, ne? Ja. Das hat ja schon lange genug gedauert, die zwei Level. Naja. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diesen Teil findet. Findet ihr den Teil davor besser? Findet ihr Legend of Mana besser? Findet ihr Secret of Mana 4 besser, was es nie bei uns gab? Ja, Legend of Mana war auch geil, fand ich. Aber ultra komplex. Ach so, wir sind gerade im Kreis gerannt, ne? Links ist die Statuette. Ja. Dann können wir einmal sehen. Nein. Sail away! Saver! Nein, es war hier unten, du Lappen. Ach so. Du Oh mein Gott. Verschwendung. Oh, den haben wir aber instant wegge... Ja, der ist doch tot. Nee, der lebt noch, guck mal.
Jetzt ist er tot. So tötet man Leute. Ah, oh, nein! Schön viele große Fresse aufs Maul bekommen. Jetzt hier oder was? Warte. Ja. Ich hab da noch was zu öffnen. Oh, da ist gar keine Mimik dabei. Ah, ich kann es einfach nicht. Jetzt krieg ich euch. Stachelflur. Boah, Alter! Stachel, ne? Speerflur. Riesenspeere. Okay, hier ist er. Ah, okay. Jetzt erschließt sich mir das. Ja. Einfach um schneller rauszukommen. Und jetzt hilft die Fee uns wahrscheinlich. Was wirst du tun? Laterna. Nee, die Fee. Ich habe mich jetzt gefragt, was Laterna gemacht hat. Gar nichts. Wenn nee. Nichts passiert, nee. Hast du schon mal versucht? Oh. Ja. Hey, was soll das? Die scheiß Beastpisser. Echt mal, Beastpisser. Ihr habt die Barriere um Wendel gesenkt. Ich danke euch, die Invasion kann nun beginnen. Lasst uns gehen. Geh du doch. Wie langsam die auch gehen. Ein bisschen gefallen. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Erstmal reinlegen. Jetzt kann sie sich nur einen Wirt suchen, wir sind tot. Dum, dum, dum. Ja, also, wenn die das überlebt haben, ne? Oh. Sind wir im Himmel? Bei dem alten Speicherstand hatten wir da schon drei Charaktere, ja, ne? Ja. Ja, Serpi, Serpa und Serpe. Und Serpi, voll. Spannend. Das ist so 3D. Wie viel 3D hältst du aus? Das ist Mode 7, Mann. Dum, 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 dum. Flacker, flacker. Demon's Crest. Hm. Oh, Eggraiser. Ja. Was passiert denn da? Oh, das ist jetzt Soul Blazer. Das haben wir auch gerade schon mal. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Ob der Baum jetzt brennt? Hoffentlich. Ich hasse Baum. Ich hasse Baum. Ich hasse Deutsch. Ach, sterben jetzt nicht alle? Juhu. Oh nein, der Baum. Wir müssen zum Priester. Und den Elfen. Wir haben nicht viel Zeit. Achso, das ist jetzt die Story der Fee. Ach, kann man die auch spielen? Ja. Ich kann an dir spielen. Nein. Geh weg. Pack ihn wieder ein. Ich kann nicht mehr. Wir sind fast da. Ich schaffe es nicht. Ich gebe dir meine Kraft. Danke. Ah, okay. Und alle anderen bleiben zurück, außer die Fee, die wir getroffen haben quasi. Wir können auch nicht mehr. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ja, beide gleichzeitig. Ihr Puslons. Flieg, Fee, flieg. Wie so ein Düsenjet, Alter. Aber wie? Ja. Oh. Ah, Gefangene. Was, sind wir im Knast? Wo bin ich? Oh, ein HP. Oh, guck mal, da ist Tussi. Angela. Angela. Komm, Mr. Mill. Öffne die Tür. Sesam, öffne dich. Könntest du bitte leise sein? So, ich hätte mal hier. Entschuldigung, wo sind wir? Dies ist das Gefängnis von Yard. Ihr wurdet auch von den Beastmännern hergebracht, oder? Oh, oder? Das macht mich so wütend. Oh, ich bin Angela. Wir müssen hier raus. Ich habe eine Idee. Sobald ich frei bin, lasse ich euch raus. Mhm. Ey, Ruhe. Was ist denn da los da unten? Digga. Juhu! Wahoo! Herr Beastmann, ich brauche etwas Hilfe beim Umziehen. Könnten Sie mir helfen? Hä? Umziehen? Oh, geil, 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 geil. Fury. Da helfe ich Ihnen gerne. Madame. Hier entlang. Oh mein Gott. Arschwackelt. Ist das Ihr Ernst? Richtig garstig. Whoa. Oh, der muss so enttäuscht sein. Hm. Oh, du schummelst. So? Aber du bist darauf reingefallen. Kicher, kicher. Geile Bitch, ey.
Buds. Offen, gehen wir. Jawohl. Jawolleck. Wolltest du dich gerade schieben? Steht nicht so dumm herum. Ein Schiff verlässt bald den Hafen. Ich habe Leuten davon reden hören. Vielleicht erwischen wir es noch. Irritiere ich dich damit? Du irritierst die Welt. Gut. Aus dem Level 4, was du mit ihr nicht richtig. So. Wie wir die Musik gecancelt haben, weil wir speichern wollen. Hast du mitbekommen? Ja. Zack. Fest und stand. Ja, reden wir nochmal mit dem Beastman. Ja, hey, mal gucken, was er... Beastman. Verflucht. So, warte. Wenn ich R drücke, kann ich sie steuern. Kannst du sie dann auch steuern, wenn du R drückst? Wenn wir beide R drücken, was passiert dann? Also ich habe jetzt R. Wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich sie. Jetzt bin ich ich. Jetzt bin ich sie. Oh mein Gott. Geh mal kurz auf sie. Ah, okay. Ach, dann bist du ich. Ja, könnte ich voll durchwechseln, wenn ich jetzt L drücke. Okay. Warte, jetzt bin ich wieder Lise. Oh, wolltest du gerade die Statue schieben? Ja. Ist denn mit E nicht richtig? Also merke einfach R festhalten und dann das Ringmenü aufmachen, wenn wir mit dir zaubern wollen. Oha! Ja. Alter, Höllenrunde? Jetzt können wir natürlich die Olle erstmal ein bisschen leveln. Ah, nur zwei Erfahrungen. Die Capture läuft nicht. Hab dich verarscht. Oh! Erstmal nicht mehr bewegt. Oh, jetzt sind die schon Level 3. Eben waren die auf Level 2. Nee, die waren auch schon. Nein. Doch. Ach, die haben zwei Erfahrungen gemacht. So. Ja. Was ist das denn? Wie auch einfach zugucken, ne? Guten Tag, Klopskind. Bürgermeister, bitte, ihr müsst mir helfen. Nö. Erstmal die Truhe robben. Und sie drücken, sag stopp. Jetzt. Ich sag stopp. Ja, und warum drückst du dann? Oh. Ich hab nicht stopp gesagt. Pfeil in die Fresse, komm. Oh mein Gott. Da stand Pfeil und nicht Pfeile. Wir haben doch gerade schon mit denen geredet. Achso. Bist du? Bist du? Ah, okay. Weißt du übrigens, wo wir jetzt sind? Da, wo wir schon mal waren. Schon mal? Ja. Würdest du bitte? Danke. Sieg! Okay, keine Truhe. Gott, jetzt sind wir aber Level 4. Ja, sie steigen. Schön drauf warten. Oh. Schokolade? Ja. Was kann sie eigentlich für ein Zauber? Noch gar kein. Oh, ich habe Y gedrückt. Mann, du bist. Es tut mir leid, ich hab Y gedrückt. Steuerung ist schon echt schwer, wa? Kriegst du es jetzt hin? Jetzt wollte ich nicht mehr. Sie kann doch gar nichts. Du kannst gar nichts. Jetzt wollte ich nicht mehr. Oh. Voll explodiert die Sau. Bats. Gut, das Tussi dir folgt ja nicht mehr. Naja, weil ich First Player bin. Das Tussi. Die heißt nicht Tussi, heißt Angela. Anaconda. Oh mein Gott, die Sendung war so scheiße. Ich hab die gemocht. Ich fand das so hässlich. Ja, aber da eben. Konnte mir das nicht angucken. Ah ja, okay, ich weiß nicht. Wie sich mal alle mit Vor- und Nachnamen angesprochen haben, ich hab das geliebt. Oh mein Gott. Ja, dazu braucht man schon ein bisschen Geschmack, ich weiß. Hier ausrüsten ist jetzt doof. Die haben ja gar nicht die gute Ausrüstung, oder? Genau. Obwohl, nee, die hatten ja hier erst gar nichts verkauft. Vielleicht verkaufen die jetzt oder was. So. Ach, brauchen wir doch gar nicht. Guck doch mal, wie wir die wegklatschen. Wir müssen nicht überall Ausrüstung. Also, finde ich, wir brauchen nicht überall Ausrüstung kaufen. Ich finde das wichtig, sich auch mal auszurüsten. Ja, aber doch nicht in dieser Stadt, oder? Doch, so macht man das in Räumen. Ich gehe jetzt rein. Oh mein Gott. No. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich wusste das nämlich. Ja. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich nehme sie dir weg. Spiele ich sie. Kann ich einfach... Guck mal, ich kann... Alter, hör auf jetzt! Ich kann voll schlafen können wir auch nicht, ne? Wozu? Wir sind doch voll. Guck doch mal. Achso. Dafür spiele ich jetzt. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Na, Schiff. Zum Hafen? Ja. Wow. Da ist er. Der Schneefahrer. Schnell! Klettert herauf. Ankerlichten! Mal, komm mal. Wie nennt man eine Schnecke auf einem Schiff? Ein Schneemann. Was? Eine Schnecke auf dem Schiff? Ein Schneemann? Ein Schneemann. Weil Schnecke und Seemann ein Schneemann. Wenn du gesagt hast, wie eine Matrosenschnecke, dann würde ich es ja noch verstehen. Du bist eine Matrosenschnecke. Ein Schneemann. Oh Gott. Uns rennt die Zeit davon. Wir müssen möglichst schnell die anderen Geister finden. Was? Oh, tut mir leid, sie ist eine Fee aus dem heiligen Manaland.
Wir suchen die 8 Geister, die Beschützer der Mana-Steine. Mhm. Oh, ich weiß jetzt. Der Priester des Lichtes sagte mir alles über das Fee-Ding. Ich habe überall nach dir gesucht. Wo wart ihr? Dann habt ihr auch eure Gründe. Nein. Es ist eine lange Geschichte, aber gut. Oh mein Gott, es geht wieder los. Und du darfst lesen. Oh mein Gott, nein. Stimmt voll dramatisch. Mein Name ist Angela. Ich bin die Prinzessin von Altina. Jedoch konnte ich nie zaubern. Toll, ich habe die genommen, weil ich dachte, die kann zaubern. Kann sie auch. Nein. Die rennt einfach weg. Meine Mutter war so grausam. Sie wollte mein Leben gegen einen dummen Mana-Stein tauschen. Zum Aufwärmen, mich kurz zu züngeln. Ich weiß nicht, was dann geschah. Plötzlich fand ich mich außerhalb des Schlosses wieder. Ich wusste nicht, wohin. So ging ich in die Felder des ewigen Eises. Wow. Ist das die Game of Thrones Mauer? Die Wahrsagerin in Elrond sagte, ich soll nach Wendel gehen und nun bin ich hier. Fett, what a story. Ja, bei ihr war es jetzt nicht so spektakulär, ne? Ich konnte nicht zaubern, also bin ich hier. Ja. Okay, los geht's. Und ich war auf einmal vorm Tor und wusste nicht warum. Moment mal, Prinzessin von Altena? Bist du ein Freund dieses Zaubers des Roten Lotus? Du meinst Corrin? Der Zauberer des Roten Lotus? Bist du irre? Wer würde schon mit dem Typ befreundet sein wollen? Er und Mutter haben versucht, mich zu töten. Töten. Verstehe. Sag, dieser Corrin, wer zum Henker ist das? Ich entschuldige mich nicht. Es ging ihm wie mir. Er konnte nichts mit Magie anfangen. Oh Gott, unser Magielehrer Jose war immer sauer auf ihn. Der steht Rossi. Aber plötzlich, wie aus dem Nichts, wurde er der größte Magier von ganz Altena. Jetzt als Mutters rechte Hand agiert er selbstbewusst und mächtig. Er geht sogar herum und nennt mich die Prinzessin Angela. Oh, schon daran zu denken, macht mich wahnsinnig. Zorn. Der größte Magier von ganz Altena. Aber ich bin der Sohn des größten Schwertkämpfers. Ich kann es mir nicht leisten zu verlieren. Das Mana-Schwert. Mutter wollte es auch, wenn ich ihr zuvorkommen könnte. Bitte? Kann ich mitkommen? Nö. Na gut. Und wenn du die Kraft der Geister erhältst, wirst du auch Magie benutzen können. Wirklich? Yippie! Jaipi! Jaipi. Mhm. Und schon sind wir Freunde. Huh. Kann ich steuern? Nein. Doch. Nein. Oder? Nee. Jetzt so Lufia-mäßig unter Wasser und über Luft. Nein. Lufia ist ein Scheißspiel. Was? Schau dir was auch. Asche auf dein Haupt. Freie Stadt Maya. Oh, jetzt habe ich. Du redest jetzt nicht nochmal mit dir. Ich kann weil nicht nochmal zurückkehren. Wahrscheinlich bleibe ich erstmal hier. Mach doch. Tu das, Judas. Mach doch. Wo. Hör auf, R zu drücken. Ich habe aber L gedrückt. Achso. Ja, oh Gott, hör auf! Du machst das Spiel kaputt. Nee. Dies ist die freie Stadt Maya. Ich heiße euch willkommen. Im Hafen liegt ein Schiff nach Yard vor Anker. Ah, okay. Ich habe gehört, dass es im Canyon einen Zwergendorf geben soll. Du bist ein Zwerg. Arsch. Westlich von hier führt die Goldene Straße zur Stadt Büsel. Die Goldene Straße war stets eine wichtige Durchgangsstraße für Händler, bis vor kurzem. Nun, seit all dieser Monster dagegen kontrollieren, ist die... Wie war das mit dem Lesen? Alter, schieb ihn doch nicht weg. Ja, rede doch mit ihm. Haben wir das schon? Oder? Nein, du bist dran. Ich ging vor einer Weile mal nach Büsel, doch man ließ mich am Tor wieder kehrt machen. Es seien keine Fremden willkommen. Büsel. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Reden. Okay. Etwa auf halbem Wege nach Büsel gibt es eine Höhle, die nach Fozena führt. Ihr sucht nach dem Mana-Stein, hm? Da solltet ihr mal mit König Richard von Fozena sprechen. Er weiß eine Menge über die Steine. Ich habe ihn stets angehimmelt, diesen König. Ebenso wie die Ritter des Goldes. Sie haben sich einen ganz schönen Namen in der Welt gemacht. Ach guck mal, der lässt uns gar nicht durch. Was ist los hier? Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Hallo. Ich bin aus Yard geflohen und zwar mit demselben Schiff wie du. Ich habe gehört, der Priester des Lichts habe eine neue, stärkere Barriere um Wände herum errichtet. Allerdings muss er dabei eine Menge Energie verbraucht haben, da er seitdem wohl krank ist. Nur hier ist, könnte ihn heilen. Doch der ist verschwunden. Alter, laber mich nicht zu. Schaut aus, als wäre das Leben des Priesters in Gefahr. Du bist in Gefahr. Wow. Je weiter du sprichst. Ich will mich hier noch umgucken. Ja, hier mit dem Baum noch nicht. Etwa auf halbem Wege nach Büssel
gibt es eine Höhle, die nach Fortzena führt. Gleich. Erstmal Story, oder? Ja, Story geht wahrscheinlich draußen weiter. Dies ist das Haus des Alchemisten Bon Voyage. Er hat wohl wieder irgendetwas Wirres gebaut. Schaut mal zur Hintertür hinaus. Aber dann müssen wir doch erstmal zur Haupttür hinein. Echt mal? Ach, was ist er denn für ein Zwerg? Ich bin Bon Voyage, Schwester Bonsoir. Sie nennen meinen Bruder einen Alchemisten, aber das ist falsch. Das steht aber Alchemist. Alchemist. Wenn du mich fragst, ist er eher ein verrückter Wissenschaftler. Nee. Ich bin Bon Voyage und ihr? Ach, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Geht mal raus. Okay, komm. Geh du doch raus, Digga. Das ist bestimmt eine Kanone jetzt. Ja. Aber der schießt uns doch jetzt nicht weg, oder? Sollten wir das tun? Rede mit ihm. Der schießt uns weg, Pat. Wollt ihr mich denn gar nicht fragen, was das ist? Ich sag's euch. Maya und Fortzena verbindet nur eine Brücke und sonst gibt es keinen anderen Weg. Aber mit meiner Superkanone Mark II könnt ihr fliegen, wohin ihr wollt. Und sie ist fast fertig. Okay, sehr gut. Ich hatte Angst, dass er uns jetzt einfach wegballert. Macht er auch noch. Ja, aber nicht jetzt. Was macht er denn da an der Ecke? Ich bin Maya. Ach, was ihr seid gerade richtig. Nee, ich dachte, jetzt müssen wir wieder rausgehen. Vielleicht macht er das. Nein! Ich möchte sehen, ob er das macht. Oh mein Gott, du hast eine Endlosschleife ausgelöst. Cool. Sagt er jetzt was Neues? Oh Gott, Pat. Du hast das Spiel zerstört. Ach. Da hätte jetzt Superkanone Mark 3 stehen müssen. Ja, Alter, hochgesteckt bis null. Oh Gott, weg. Ja, okay, Ausrüstung kaufen? Ja, bitte, endlich. Was hier? Hier. Ah nee, das war Lampenboy, ne? Nein. Ach, hier sind zwei Sachen. Ich rede mal mit dem. Das ist Ausrüstungsboy. Du bist Ausrüstungsboy. So, nein. Ja, dann ob wir so ein Ding mal holen? Nö. Auf Wiedersehen. Oh, jetzt warst du schneller. Mhm. So, dann schauen wir mal, was es für mich gibt. Das Eisenschwert war ja gar nicht besser. Und wie kannst du jetzt sehen, wie die Wärter sich auch bei den anderen verhalten? Ich überleg gerade, wie ging das? Kannst du R drücken oder Select oder was? Man konnte irgendwas drücken. Du kannst das nicht an den Partner. Partner geben? Na, jetzt kannst du es sehen. Siehst du? Ja, hab ich schon. Und was mit dem Stab? Kannst du das? Nee, okay. Okay. Wer so ein Schwachsinn war, warum ist das so? Ich hab keine Ahnung. Aber hier war noch irgendwo ein Ausrüstungsfachgeschäft. Ja, hier links der Eigenkleider. Ja. Für Ausrüstung haben wir noch gar keine geholt, glaube ich. So, was haben wir denn da? Na cool. Willkommen. Willkommen. Welcome. Oh. Cool. Was ist das? Partner. Ja. Ja. Oh Gott, von 11 auf 20. Ja. Rüstet der das automatisch auch aus? Oder? Nein, weißt du doch, hatten wir doch schon. Na, das ist so blöd. Noch etwas. Auf Wiedersehen. Ich mach das schon, keine Sorge. Also die Menüführung ist der größte Manko an dem Spiel, würde ich fast sagen. Ich glaube, früher ist das ja nicht so sehr aufgefallen, ne? Also, zumindest nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Da war man noch nicht so menüverwöhnt, meinst du? Ja. Oh, wie viel mehr Abwehr das gemacht hat, ne? Bisschen, ne? Richtiger Lederlappen, ey. Ledervisier. Wir hätten jetzt einen Stock dabei. Kranz. Okay. Okay. Verkaufen würde ich jetzt nicht. Ach, den muss man ja auch nicht. Das dauert alles viel zu lange. Das kann man auch machen wir auf Kamera oder so. Auf Kamera. Und dann würde ich sagen, hotelisieren wir nochmal. Da speichert er dann mal gleich, ne? Ja. Willst du über Nacht bleiben? Das kostet 45. Das ist ja Wucher. Mach mal Nacht. Das sind Gegner schwerer und das heißt mehr Erfahrungspunkte. Aber wir spielen das Spiel die ganze Zeit in der Nacht. Dann mach es am Morgen. Ja. Schöne gute Nacht. Ich spiele nicht mehr mit. Aber wenn wir lang genug spielen, dann wird es Nacht. Drückst du mal? Achso. Ich habe gerade dich angeguckt, wenn ich das Spiel. Ja, halt gesehen. Gar nicht. Muss ich Spiel speichern. Ja. So. Wenn du mal runterdrückst, hast du vorhin auch schon mal gemacht. Ja, das ist, macht der Grund an. So, raus. Raus. Wie bei Soul Eiver. Raus. Raus. Okay. Goldene Straße. Ich wollte mir den Schild Battle-Mode, Mann. Oh, Bienen? Nee. Mhm. Doch, Bienen?
Töte also, da schon mal ein, ach, Westen. Da schon mal einen Weg nach unten. Wo lang wollen wir sonst runter? Ich will jetzt erstmal Schild lesen. Oder sagt mir das nur, dass es jetzt hier eine Stadt gibt. Rechts ist eine Stadt, links ist Sorbat. Freistadt Maya, Canyon, Handelsstadt Büssel. Büssel. Ja, war aber blöd, dass beide Pfeile nach links gezeigt haben. Und hier aber kein Schild, das jetzt nach unten oder nach links zeigt. Ja. Wow. Ah, das ist für später wichtig. Ah ja, okay. Gut, dann ist der Weg klar. Handelsstadt Büssel. Wir kommen. Hör auf, die Alte zu steuern, Alter. Hab ich nicht. Ja, ja, ja. Ich bin doch gerade oben aus Bild gerannt, du Lappen. Trau dir nicht. Okay. Irgendwas hat noch gelebt. Ja. Oh, guck mal, die Kobolde. Bogenratten. Heißen die so? Da der eine Peitsche trägt, nicht unbedingt Bogen, aber damals sind sie Ratten. Ja. Peitschenratten. Hat es Spaß gemacht, gegen die Pflanze zu lernen? Schlimmer als ich dachte, das fällt nicht auf. Ich sehe genau, was hier abgeht. Weißt, wir haben gegen so eine riesen Terrorkrabbe gekämpft und jetzt kommen die uns irgendwie blöd mit Pogo-Puschel. Echt mal. Ja, solange wir uns hier keine Echse in den Kopf geschmissen werden, ist alles okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten Bosse so werden. Ein paar kenne ich noch. Also ob die halt auch so fett aussehen. Bonbon erhalten. Bonbon. Peitschenratte, ja, heißt er. Angela. Die Magierin. Ja. Intelligenz, ne? Ja, denke ich mal. Zack. Geil. Die wird richtig klug. Es kann sogar schon sein, warte mal kurz, sein, dass sie gerade schon, ja, jetzt hat sie schon den ersten. Ah, Gottes Zorn. Gehen wir links oder runter? Da kommt sogar nicht durch. Doch, guck mal da unten. Oh, Tatsache. Ja, ja. Secret oder was? Ah, ein Ding. Wow, dann sehen wir, wo wir sind. Toll. Fett. Überflüssiger also Scheiß. Gut. Nein, ich find's richtig gut. Quatsch. Okay. Dann finde ich dich halt richtig gut. Quatsch. Sass Quatsch. Oh. Ey, das Spiel ist so ein Arsch. Das ist so mies. Wir haben extra gewartet. Ja, ich mach. Wir sind jetzt auch schon so oft passiert. Alter, warum? Weil ich da so viel aus. Keine Ahnung. Alter, richtig flink. Glaube ich nur Agilität geskillt. Heavy Metal. Später kommt bestimmt noch Turbo-Puschel. Und Giga-Puschel. Übrigens, was wir vermutlich niemals in diesem Let's Play zeigen werden. Ich weiß auch gar nicht, ob das mit dieser Charakterkonstellation geht. Aber der schwerste Gegner im Spiel hier ist ein schwarzer Pogo-Puschel. Echt? Ja. Hoch oder runter? Nach runter ist Büssel. Aber da ist eine Höhle. Ja. Büssel. Büssel die Schüssel, Mann. Ist das ein Bonus-Boss oder? Ja, mehr oder weniger, genau. Hast du dir mit dem mal angeguckt, wie der aussieht? Ist der genauso groß oder? Der ist genauso groß wie die ganzen normalen, nur dass er halt schwarz ist. Und wahnsinnig viel Schaden macht. Aber dann verpassen wir optisch ja wenigstens nichts. Ja. Warum sich überhaupt nicht konzentrieren? Die Gegner jetzt gerade sind echt easy. Anders als in der, die scheiß Ratzgoblins, ne? Boah, die Ratzgoblins sind richtig heftig. Handaxt schmeißen. Mhm. Handaxt schmeißen. Oh, noch eine. Handelsstadt Büssel. Wie lange haben wir noch? Mit wem spielst du? Rennst du gerade nicht? Nee, ich gehe. Ist es schon wieder Brain AFK? Halt! Die Händlergilde hat erfahren, dass Athena eine Invasion plant. Deshalb sind dir keine Fremden erlaubt. Geht jetzt. Du bist hier nicht erlaubt. Also zur Höhle oder was? Ja. Na, laufen wir halt nach Forsena. Du läufst nach Forsena. Mach ich auch. Oh, guck mal hier. Töten! Oh, guck mal, eine fremde Lebensform töten. Wir sind Menschen, wir machen das so. Okay. Du bist Menschen. Du machst das so. Ich mal. Ah, Pokerpuschel. Guck mal, sie sind auch schon Level 4. Du bist Level 4. Wie viele Erfahrungspunkte geben die? Na, das eins. Kannst du das gerade nicht sehen? Nee, drei oder so. Ja, drei. Die Pokerpuschel ein, die Wespen drei. Boah, das war aber knapp. Oh, viel Glück. Du bist einer. Ah, hier gibt's ein Lager, genau. Achso, dann sind die Dinger nicht verloren, sondern werden irgendwo verstaut. Ist gut erkannt. Und wo kann ich auf das Lager zugreifen? Ich glaube bei einem einem Händler. Glaube ich. Oder aus dem Menü heraus ins Inventar. Irgendwie so war das. Na, das kriegen wir raus. Muss es jetzt sein, während wir noch kämpfen? Es tut mir leid, ich will die Taste gar nicht drücken. Äh.
steuere jetzt mal sie. Warum? Die macht aber nicht so viel Schaden. Warte, wie sieht jetzt Special Move aus? Achso, kann man nur machen, wenn ein Gegner da ist? Halt den Papier fest. Ne, macht sie nicht. Okay. Mach du mal. Auch bei dir geht's ja. Wollen wir in die Höhle? Die Zeit ist um. Wir wollten noch, ja, aber noch den Sieg machen, ne? Ja, und in die Höhle gehen wir in der nächsten Folge. Genau, habt ihr Pech gehabt. Tschüss, tschüss.